Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm und Pedro und Rosa, das sind meine zwei kleinen Freunde hier, die ihr vielleicht schon aus meinen Anfängerbüchern kennt. Jetzt im Winter, wo man nicht rausgehen kann zum Malen, sind Stillleben immer ein ganz dankbares Motiv. Und ich möchte euch heute zeigen, anhand welcher Kriterien man sich ein ansprechendes Motiv zusammenstellt und wie man das Ganze dann auch in ein farblich gelungenes Bild umsetzt. Die einfachste Lösung ist für mich immer, dass ich mir irgendeinen oder zwei Gegenstände aussuche, die mir halt gerade irgendwo ins Auge gestochen sind. Das sind jetzt zum Beispiel diese zwei Quitten, die habe ich beim Einkaufen gesehen. Und dass ich dann denke, okay, um die herum baue ich jetzt ein Stillleben auf. Und dann überlege ich mir auch noch, wie groß soll das Stillleben sein. Und entsprechend suche ich dann einen oder mehrere Gegenstände aus, die ich dann brauche. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, ein Motiv 30x30 zu machen. Das passt jetzt gerade so schön in meine Küche. Und da denke ich, brauche ich jetzt noch einen dritten Gegenstand dazu. Und weil es eben für die Küche sein soll, habe ich mir gedacht, möchte ich jetzt gern noch dieses Glas mit dabei haben. Und recht viel mehr würde ich jetzt auf so ein kleines Format auch nicht drauf machen. Und jetzt geht es darum, wie soll ich das Ganze zusammenstellen, damit es interessant ausschaut. Und bevor ich mir jetzt die Mühe mache, das Stillleben aufzubauen, überlege ich mir vorher in kleinen Daumenskizzen, wie ich eventuell die Gegenstände anordnen könnte, dass die interessant ausschauen. Und dazu mache ich mir einfach verschiedene, ganz grob, solche kleinen Bildchen. Und dann fange ich an, die Gegenstände da drin zu platzieren. Und bei einem ganz klassischen Stillleben, das habt ihr vielleicht schon verschiedentlich gesehen, ist es so, dass man das Bild nach Möglichkeit immer im goldenen Schnitt unterteilt. Das heißt, ihr habt immer so, entweder so oder so eine Hauptlinie drin. Und auch runterwärts das Gleiche, ne? Das sind so Linien, an denen orientiert man sich, weil man dann eigentlich nie viel falsch machen kann. Ja, und dann platziere ich jetzt mal einfach mein Glas in der Mitte und ich deute mir das auch nur so an, ne, von der Form her. Das muss jetzt überhaupt nicht irgendwie ausführlich gezeichnet sein. Und dann lege ich einfach meine zwei Quitten irgendwie so daneben. Und das ist schon mal so ein Hauptfehler, der ganz oft passiert, wenn man halt nicht aufpasst, dass irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche Linien, dass die sich so direkt berühren. Das schaut von der Komposition her, schaut es langweilig aus. Weil entweder geht man über den Horizont drüber oder man bleibt wie da ein ganzes Stück drunter. Also sowas vermeidet man. Dann versuche ich mal, das Ganze besser zu machen. Ich stelle mein Glas wieder so in die Mitte und dann mache ich jetzt meine zwei Quitten wieder so her. Und da müsste ich halt jetzt den Tisch oder die Wand, müsste ich da erst anfangen, damit ich wieder auf meinen goldenen Schnitt komme. Und da merke ich schon, da rutscht mir das Ganze vom Gewicht her, rutscht mir das Motiv zu weit runter. Dadurch, dass ich unten die zwei Quitten liegen habe, kriegt es da unten zu viel Gewicht. Und deswegen wäre es eben besser, wenn man das Ganze halt runterzieht und den Hintergrund eben bis darunter hat. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man das Bild sprengt, dass man jetzt nicht versucht, das schön ordentlich und brav in die Mitte zu legen, mit den gleichen Abständen überall hin, sondern dass man sagt, ich möchte jetzt, dass eine von den Quitten oder zwei von den Quitten aus dem Bild rausgehen, dass man die quasi vergrößert, dass man halt sagt, die liegt jetzt vielleicht so drin.
Und die andere liegt dann so und das Glas, das soll auch aus dem Bild rausschauen. Das wird dann irgendwie da so sichtbar sein. Und da würde man das oben und an der Seite alles gar nicht sehen. Das sind durchaus Sachen, die man machen kann. Man muss dann bloß aufpassen, dass das Ganze, dass man das noch erkennen kann, dass das ein Glas wird. Und auch da ist es dann wieder wichtig, wie weit geht der Hintergrund runter, damit das Ganze vom Gewicht her ausbalanciert ausschaut. Und so weiter und so fort. Da könnt ihr so viel machen, wie ihr möchtet. Und dann, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt so ungefähr meine Möglichkeit gefunden, wie ich das ins Bild setzen will, dann kommt das Nächste. Dann müsst ihr das Ganze versuchen, mit einem farbigen Hintergrund euch zu fotografieren oder vor euch aufzubauen. Und zwar so, dass das halt möglichst so ausschaut, wie ihr euch das jetzt ausgedacht habt. Was ein Stillleben immer gut aussehen lässt, und das kennt ihr vielleicht von den ganzen klassischen Stillleben, das ist ein sehr starker halt Dunkelkontrast. Weil dadurch, dass das halt so nah vor uns steht, haben wir ja nicht die Möglichkeit, dass wir eben so diesen tiefen Raum darstellen. Und da ist eben dann, wie gesagt, das halt Dunkel so das wirkungsvollste Mittel, um ein Stillleben ja, gut zu inszenieren. Wenn man das Ganze auf nur dunklem Grund macht, wird es für meinen Geschmack, wird es insgesamt zu dunkel. Man kann es probieren. Ich persönlich würde aber da eben lieber eben unten vielleicht dieses weiße Tuch drunter legen, weil das dann trotzdem nicht ganz so schwer wirkt. So wird das Ganze ausschauen, wenn wir jetzt sowohl den Untergrund als auch den Hintergrund hell haben. Und da habe ich halt, wie gesagt, so die Befürchtung, dass das Ganze vom Hell-Dunkel-Kontrast her einfach zu wenig hergibt. Dass es halt insgesamt dann sehr blass wirkt. Das dritte wichtige Gestaltungskriterium nach der Anordnung, also der Komposition der Gegenstände und den starken Hell-Dunkel-Kontrasten, ist dann natürlich der Einsatz von Farbe. Und man kann das Ganze sehr klassisch auffassen und halt sehr zurückhaltend bleiben von der Farbe. Aber man kann auch das Ganze sehr expressiv machen, indem man mit ganz stark farbigen Hintergründen arbeitet. Und wenn ihr das probieren wollt, dann ist es ganz sinnvoll, wenn ihr euch einen Farbkreis mit euren Farben vielleicht vorher schon mal macht. Nur, dass ihr sagt, okay, ich fasse das Gelb von den Quitten jetzt mehr so Zitronen auf. Oder ich fasse es mehr so wie da, so, ja, so warm gelb auf. Und dass ihr dann mal versucht, mit den Komplementärfarben zu arbeiten. Ne, von gelb, violett oder von dem warmen Gelb ist es so das dunklere Violett. Wenn euch das zu kräftig ist, wenn ihr sagt, nee, das ist mir jetzt doch zu expressiv, dann ist auch eine Möglichkeit, mit den sogenannten Nachbarfarben zu arbeiten. Ne, dann habt ihr so ein zartes Grün vielleicht im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall, passt es, ist auch von der Farbwirkung her kräftiger, aber halt nicht so laut, wie jetzt, wenn man mit den Komplementärfarben arbeitet. Was man auch noch machen kann, das ist mit den Grundfarben zu arbeiten. Das, der größte farbliche Kontrast herrscht ja zwischen den Grundfarben. Und wenn ihr jetzt den Gegenstand in Gelb habt, könnt ihr auch mal probieren, wenn ihr mit einem roten Hintergrund arbeitet. Da ist es nur oft so, da müsst ihr aufpassen, dass euch der rote Hintergrund, wenn ihr den zu kräftig macht, dass euch der nicht, das Hauptmotiv erschlägt. Also notfalls vielleicht das Rot dann ein bisschen brechen, dass es nicht ganz so kräftig ist. Aber dann hat man natürlich auch nochmal eine sehr dramatische Bildwirkung. So ein kräftiges Blau ist da vielleicht dann die bessere Alternative. Weil es halt nicht ganz so nach vorne kommt wie das Rot, das wisst ihr sicherlich auch. Warme Farben kommen immer nach vorne und blaue gehen nach hinten. Und deswegen wäre, wenn man mit so starken Farbkontrasten arbeitet, vielleicht dann blau die bessere Wahl. Ja, und jetzt möchte ich euch an zwei Beispielen noch zeigen, wie man das Ganze umsetzt. Einmal zeige ich euch ein Aquarell mit einem dunklen Hintergrund und einmal dann ein Bild in Acryl mit einem Hintergrund mit der Komplementärfarbe. Bei meinem ersten Beispiel arbeite ich jetzt mit Aquarellfarben
und ich habe mir dazu ein hadenhaltiges Papier aufgespannt. Wie das geht, da verlinke ich euch das, das habe ich euch schon mal gezeigt. Und ich arbeite jetzt heute nicht mit Studienfarben, weil das vom Ergebnis her einfach nicht so schön wird wie mit Künstlerfarben. Für die Quitten nehme ich das Zitronengelb und das Cadmiumgelb. Dann nehme ich auf jeden Fall Ultramarinblau mit dazu und ich nehme gebrannte Siena mit dazu, weil Ultramarin und gebrannte Siena geben diesen schönen dunklen Untergrund. Ich möchte bei dem Beispiel möchte ich so diese klassische Farbgebung benutzen. Das kann man auch mit dem Aquarell, ne? Also da muss wirklich nur um den Hell-Dunkel-Kontrast und weniger so um diese starke Farbgebung geht. Und ich habe auch das schon ein bisschen vorgezeichnet. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht so gut in der Kamera, aber ihr seht es dann beim nächsten Beispiel, wie ich es zeichne, weil da müsste ich jetzt so viel dann radieren und das wird das Papier verletzen. Ja, und ich benutze beide Techniken, also die Trockentechnik und die Nassi-Nass-Technik. Für die beiden Früchteforen, die mache ich überwiegend jetzt in der Trockentechnik. Ich mische da die zwei Gelbs. Das sieht übrigens bei euch auf dem Foto ein kleines bisschen anders aus, weil ich natürlich weiter unten sitze und das halt ein bisschen anders sehe, das Motiv. Wie immer die Lichter aussparen, müsst ihr beim Aquarell immer gut aufpassen. Und vielleicht seht ihr das schon auch, dass das hadernhaltige Papier, das saugt halt die Farbe wesentlich besser auf. Und man kriegt einen ganz gleichmäßigen Farbverlauf. Das ist, wenn man so klassisch malt, ist das natürlich wichtig. Während wenn man eher so impressionistisch arbeitet, dann ist ein Zellulosepapier besser. Ja, von den Pinseln her, das seht ihr schon, benutze ich eigentlich ganz einfache Schulpinsel. Da bin ich sehr anspruchslos. Jetzt brauche ich da ein bisschen ein Rot mit dazu. Und ein bisschen ein Braun. Man kann die Schattenfarbe kann man immer einfach mit der Komplementärfarbe machen oder aber eben mit Nachbarfarben. So, und bevor ich da jetzt die Feinheiten mache, muss das Ganze natürlich trocknen, damit ich da eben die zweite Schicht gefahrlos drüberlegen kann. Und deswegen mache ich jetzt einstweilen den Hintergrund und den mache ich mit einer sehr dunklen Farbe. Ich muss mir da jetzt bloß Platz machen, dass ihr das besser sehen könnt. Und eine ganz dunkle Farbe kriegt man beim Aquarell immer mit Ultramarin und gebrannter Siena. Und ihr könnt natürlich auch den Hintergrund ganz leicht ein bisschen farbig gestalten, indem ihr vielleicht noch das Preußischblau dazu nehmt oder ein bisschen Violett dazu nehmt oder das Rot. Das mache ich eigentlich immer gern, damit die Farben halt irgendwie auch harmonisch im Bild stehen. Und wenn das Ganze sehr klassisch, also auch sehr realistisch werden soll, aufpassen, dass er da nicht an die Quitte hinkommt, dass da jetzt nicht die Farbe verläuft miteinander. Ja, wenn euch das passiert, dann müsst ihr das halt wieder raustupfen. Gut, und das Gleiche machen wir jetzt innen im Glas. Also diese Farben benutzen wir innen im Glas. Aber wir lassen natürlich da hinten das Weiß vom Tischtuch frei. Und auch die Lichter, die man da so auf dem Glas sieht, die lassen wir so, ja, das muss jetzt nicht genauso sein wie auf dem Foto, aber die lassen wir so ungefähr an den Stellen frei. Und die Farbe im Glas ist ein kleines bisschen heller als der Hintergrund und da nehme ich halt einfach mehr Wasser dann dafür. Und da haben wir jetzt dann so ganz leicht diese gelblichen Spiegelungen drin. Das macht jetzt auch nichts, wenn das mit der Farbe verläuft. Das ist völlig in Ordnung.
weil die soll man wirklich nur ganz schwach sehen. Und das lassen wir jetzt auch wieder trocknen, bevor wir da die Feinheiten noch machen. Und in der Zwischenzeit gestalte ich den weißen Untergrund nur ein bisschen, aber eben auch von der Farbe her eher so in diesen Grautönen, die ich ja im Hintergrund habe, damit es halt ja einfach von der Farbe her sehr zurückhaltend bleibt. Für die Schattenfarbe nehme ich einfach das, was ich im Hintergrund schon gehabt habe. Und für die Stellen, wo das Licht auf dem Tischtuch auftrifft, da mische ich zu meinem Gelb ganz wenig von diesem Rot, das ich benutzt habe. Und nehme dann ganz, ganz viel Wasser, dass also wirklich nur Spuren von diesen Pigmenten dann in der Lichtseite sind. Dass das halt so, ja, dass das einfach ein bisschen wärmer ausschaut. Und da kann man ruhig auch weiße Stellen lassen. So, und jetzt lasse ich das Ganze gut durchtrocknen. Und ihr seht schon, das trocknet da überall ein bisschen heller auf. Und in der zweiten Schicht entscheide ich dann, wo ich nochmal mit dunkler Farbe drüber gehe. Und mache dann die Feinheiten von den Früchten und vom Glas noch fertig. Für den Hintergrund habe ich mir jetzt meinen ganz großen Pinsel geholt, damit es möglichst gleichmäßig wird, weil wenn ich da jetzt anfange mit einem kleinen Pinsel so drüber zu gehen, dann sieht man ganz bestimmt die Streifen und das möchte ich nicht. Normalerweise würde ich jetzt zum Malen vor dem Hintergrund das Papier anheben und ich würde auch wahrscheinlich das ganze Bild umdrehen, weil man sich da leichter tut. Aber wenn ihr zuschaut oder wenn ihr zuschauen sollt, dann muss ich das halt jetzt, ja, muss ich mir da ein bisschen behelfen. Es wird definitiv schöner, wenn man das Papier anhebt und das Ganze von oben nach unten dann beschichtet. So, und dann brauchen wir jetzt eigentlich bloß noch den Schatten unter den Früchten und halt da das nur so ein bisschen gestalten. Ich werde die ziemlich hell lassen, weil bei den Quitten das tatsächlich auch auf der Frucht sichtbar ist, dass die nicht besonders dunkel sind. Ja, und wenn es durchgetrocknet ist, dann bleibt eigentlich bloß noch, dass man das Ganze von der Platte runterschneiden und dann ist das erste Beispiel fertig. So, und für das expressive Bild benutze ich jetzt Künstler-Acrylfarben. Und zwar habe ich Cadmiumgelb-Zitron, Cadmiumgelb, das ist Zinnoberrot, Magenta, Ultramarinblau, Preußischblau und Titanweiß. Und von den Pinseln her habe ich mir halt jetzt einmal Borstenpinsel hergerichtet. Mein Lieblingspinsel ist immer der Katzenzungenpinsel, mit dem male ich am meisten. Für die größeren Flächen kann man dann den größeren nehmen und mal schauen, was ich sonst noch brauche. Und ich werde jetzt für den Hintergrund das Violette nehmen, weil das halt die Komplementärfarbe ist und das auch so typisch für den Expressionismus ist, dass man eben sehr viel mit diesen Farben gearbeitet hat. Und wundert euch nicht, ich sehe das ein bisschen anders als ihr. Und falls euch das passiert, wenn ihr so zylinderförmige Gegenstände zeichnet, das passiert mir ganz oft, dass ich das nicht gerade zusammenbringe, dann ist immer ein guter Trick, wenn man sich in der Mitte so eine Hilfslinie markiert und dann nach links und rechts möglichst immer rüber misst. Dann passiert es nicht so leicht, dass man eben schief wird.
Aber bei expressiven Bildern, da macht es auch nichts aus, wenn die Zeichnung jetzt nicht so hundertprozentig stimmt. Ja, da, wenn ihr euch mal so Bilder anschaut, so gerade Schmidt-Rottluff oder Kirchner, dann seht ihr, dass da eigentlich die Perspektive völlig zweitrangig war, sondern dass es da tatsächlich vor allem um den farbigen Ausdruck ging. Ja, und ich lasse jetzt das weiße Tuch, das nehme ich schon weiß, das lasse ich da jetzt ein bisschen so rüberlaufen, dass man das im Glas noch so ein bisschen sieht. Und auch ein bisschen so schräg, dass es nicht so langweilig ausschaut. Da habe ich meine Schatten. Genau, und das war's schon von der Zeichnung. Und vielleicht, wenn ihr schon Videos von mir gesehen habt, wisst ihr, dass ich normalerweise auf dunkle Untergründe mal, aber gerade wenn man so gelbe Früchte malt, dann wären die sehr viel leuchtender, wenn man auf eine weiße Leinwand geht. Und deswegen werde ich das jetzt bei dem Bild halt so machen. Die Schattenfarbe malt man einfach auch mit der Komplementärfarbe, das ist in dem Fall Violett. Das muss ich natürlich mir aus dem Magenta und dem Blau selber mischen. Ja, und jetzt bin ich schon bei meinem Hintergrund, bei dem Violett, weil das Glas, das kann ich ja erst gestalten, wenn ich den Hintergrund angelegt habe. Und ich mische mir das Violett jetzt aus den zwei Blautönen, einfach, dass das vom Ausdruck her, dass das halt interessant wird. Weil im Gegensatz zu den klassischen Bildern, das haben wir beim Aquarell gerade gesehen, wo der Hintergrund halt fast gleichmäßig dunkel ist, kommt es beim expressiven Ausdruck ganz arg auch auf die Buntheit der Farbe an. Ja, und dann kommt schon das weiße Tuch. Das soll natürlich auch immer so ein bisschen die Farben vom restlichen Bild beinhalten. Man kann auch in der Lichtseite dann ein bisschen so einen gelblichen Schimmer bekommen oder orangefarben. Und in der Schattenseite halt einen kühlen Schimmer. Ja, und recht viel mehr wird man bei so einem expressiven Bild nicht machen. Kann man vielleicht jetzt noch ein paar Kleinigkeiten machen, aber wie gesagt, da geht es viel mehr um den farbigen Eindruck und weniger um das exakte, realistische Malen. Ich stelle euch meine zwei Beispiele mit diesem klassischen Hell-Dunkel-Kontrast und mit dem sehr viel expressiveren Komplementärkontrast nochmal her. Einfach, dass ihr halt für euch ja entscheiden könnt, was euch besser gefällt. Und vielleicht habt ihr Lust, jetzt noch die dritte Möglichkeit zu probieren, nämlich das ganze Motiv mit einer Nachbarfarbe darzustellen. Also entweder vielleicht mit dem mehr Rot, ne, oder mit diesem zarten Grün. Und damit bin ich am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr für euch irgendwas abschauen habt können. Und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis bald!